Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Spiel, das hier in Schottland stattfinden wird, genau gesagt in Glasgow. Die Kommentatoren sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und dieses Spiel spricht ja eigentlich für sich selbst. Da ist eine Menge drin. Celtic Glasgow gegen FC Porto. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute. Ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Und jetzt sehen wir hier die Aufstellung des FC Porto. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Der portugiesische Fußball wird seit jeher von der Rivalität zwischen Lissabon und Porto bestimmt. Und mittendrin immer wieder der FC Porto. Ja, einer der erfolgreichsten Vereine des Landes, der auch international immer wieder brillieren konnte. Und jetzt geht's los. Callum McGregor, Laxalt, das könnte was werden jetzt. Oliveira und Pepe, Otavio. Jesus Corona. Jesus Corona. Otavio. Oliveira. Super dieses Zuspiel. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten Sie sich kaum wünschen können. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Christopher Ayer. Otson Edouard. Griffiths. Julien. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Der Ballverlust. Otavio. Und jetzt die Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Die Fans spüren jetzt oder nie. Jetzt muss was kommen von der Mannschaft. Das könnte was werden. Ballverlust. Otson Edouard.
Chance zur Flanke jetzt. Könnte der Ausgleich sein. Der Ball kommt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ja, da ist Platz jetzt. Ja, könnte was werden. Ist es das jetzt? Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Ecke kommt. Da wäre Platz für den Konter. Oliveira. So, was machen Sie draus? Mariga. Diaz. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Otavio. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und Son Eduard. Gute Aktion jetzt. Da verlieren sie den Ball. In den freien Raum. Gut in den Lauf gespielt. Gefährlich, immer noch. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sie geben den Ball ab. Jetzt könnte er flanken. Klasse Pass. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Callum McGregor. Ein guter Doppelpass. Callum McGregor. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Gut den Körper eingesetzt. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Wählt die kurze Variante. Sieht gefährlich aus. Da schießt er. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effe drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Sie müssen jetzt aufpassen und da macht er sich natürlich am Spielfeldrand so seine Gedanken. Das Gegentor gefällt ihm überhaupt nicht. Ack,
aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Callum McGregor. Wird's jetzt gefährlich? Nachspielzeit, 1 Minute. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Sein Tor im ersten Durchgang reicht ihnen bisher nicht, liegt aber nicht an seiner Leistung. Da muss von den Mitspielern mehr kommen. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Oliveira. Klasse Aktion, Ball ist weg. Odson Edouard. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Callum McGregor. Jetzt wird's gefährlich. Sie kommen, sie versuchen's. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Er holt sich den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Szene immer noch gefährlich. Gute Aktion. Was macht er draus? Das war jetzt aber mal eine gute Szene vom Torhüter. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Jetzt kommt die Ecke. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Wird Ecke geben. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Die Flanke war richtig präzise, konnte aber leider nicht verwertet werden. Die Ecke kommt rein. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den Konter kaum besser machen. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Christoph Ayer. Albion Ayeti. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Energischer Vorstoß. Odson Edouard. Ja, das hätte was werden können. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf.
Sie wechseln aus. Laxalt. Ja, das ist ein guter Pass. Ja, mit viel Übersicht. Guter Steilpass. Stark, das war's mit der Chance. Die Gäste werden wechseln. Oliveira, sie müssen aufpassen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Bemba. Oliveira. Nun Pepe am Ball. Bemba. Da oben, der vorne den Ball. Aieti. Könnte der Ausgleich werden. Das war einfach für den Torwart. Olivier Ntcham. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Oliveira. Marega. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Olivier Ntcham. Da kann er ihn stoppen. Da haben sie den Ball. Jetzt haben sie den Ball wieder. Ein enges Ding hier. Und es kann noch so viel passieren. Bemba. Oliveira. Marega. Otavio. Super dazwischen gegangen. Ja, da ist Platz jetzt. Vielleicht der Ausgleich. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Marega. Jetzt könnte er flanken. Der Ballverlust. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Hudson-Edouard. Julien. Klasse Pass. Könnte der Ausgleich sein. Da ist der Ausgleich. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was lässt er sich noch einfallen? Sie haben die Partie erstmal wieder aus der Hand gegeben. Hier konnte sich kein Team durchsetzen, der Schiedsrichter hat abgepfiffen.